So, das Tastenfeld. Nagito, sollte es irgendwas geben, was du nicht verstehst, frag mich ruhig. Ich habe mich schon selber an den Rätseln versucht. Deswegen kann ich dir den ein oder anderen Hinweis geben. Zeig mir, was du kannst. Mach deine Lehrerin stolz. Das hört sich versichernd an, aber ich sollte nicht zu viel von ihr zu erwarten. Ich sollte nicht zu viel von ihr zu erwarten. Okay. Das Tastenfeld. Okay, also wir können uns umdrehen. Ja, okay. Ah, okay, das ist nur ein Stofftier. Du siehst das Tastenfeld. Achte mal auf die Lichter. 3, 1, 2, 2. Ich glaube, das ist der. Die wollen damit einen Code. Ja. Ah, das ist ein Laptop. Er ist angeschaltet, aber versperrt. Ich kann nichts damit machen. Wir können noch nicht einmal ein Passwort eingeben. Wie können wir ihn entsperren? Schau dir mal 7. Watch the news. Schau mal nach oben, ob du nach oben schauen kannst. Nee. Links und bei den anderen Zahlen 3. Könnte das hier auch eine Zahl sein? Nee, glaube ich. 3, 6, 7. Vielleicht noch irgendwas auf dem Boden. Richtung Boden, Richtung. 4. Da ist eine 4. Jetzt ist aber die Frage, wie. Also das hier ist auf alle Fälle der Weiterweg, oder? Nee, das Oktagon. Ja, das ist der Weiterweg, aber rechts ist das Oktagon. Ja, aber da werden wir noch nicht rein. Feld. An das da? Ja. Klick mal auf die Luke. Das ist bestimmt aus dem Weg schaffen. Ich muss noch irgendein Passwort finden. No problem. Ich habe eine Idee. Wenn wir es ganz oft versuchen, geht es bestimmt bald auf. Aber siehst du irgendwelche Knöpfe, mit denen wir ein Passwort eingeben könnten? Oh nein! Vielleicht ist es unter dieser Abdeckung irgendwas. Aber es will nicht aufgehen. Nicht nur das. Was ist mit diesen blinkenden Lichtern? Warte, eins. Ich schau grad mal. Warte, ich versuch mal den Code kurz nebenher zu notieren. Ich hab da eine Idee. Also, es könnte ein zu weitgehender Fallfetter sein, aber lass mich mal kurz ein Blatt Papier suchen, schnell. Guck mich so lange noch ein bisschen um. Okay, ich hab's mir notiert. Also das ist so ein richtiges So-Szenario, ne? Ja, schau mal die Schubladen an, die ist zu. Es ist versperrt, es will nicht aufgehen. Zange, ja, okay. Eine Kneifzange, das wird bestimmt noch hilfreich. Ist das ein Passwort? Uncompressed Passwort. I got it! Das sind die Anfangsbuchstaben der Wochentage. Das kann sogar sein. Glaubst du wirklich, dass es so einfach ist? Das kann sogar sein, wenn der Sonntag rot markiert ist. Gucken wir mal. SMS sehen wir hier. 0, 1 und 6. Das könnten die Wochentage sein, aber ich sag mal so, wir sollten noch ein bisschen weiter denken, denke ich. Dieser Fernseher sieht kaputt aus. Okay, das war's dann mit dem Tisch. Oder mit der Kneifzange werden wir wohl das hier nicht aufbekommen. Ich hab mir mal das notiert. An der Wand ist Blut. Ich kann die Nummer 7 erkennen. Diese Ziffern alleine machen keinen Sinn, aber vielleicht kann ich das mit etwas zusammentun. Da ist eine 6!
Nein, das ist eine Nummer 9. Vielleicht der Strich darüber soll, glaube ich, Nummer... Ah, ja, das könnte sogar sein, so ein Uno-Ding, ne? Hast du noch eine 4 auf dem Boden? Oder... Auf dem Boden ist Blut. Das sieht aus wie eine Zahl, 4. Dann hatten wir noch die 3 rechts. Okay. Das ist ein Plüschtier. Dieses Plüschtier spricht, wenn man auf den Bauch drückt. Krills, chills, kills! Gib mir all den Schwanz. Wow. Eine Eigenwerbung, wie fies. Unter dem Bett glitzert irgendwas. Ich kann es nicht erreichen, das Bett bewegt sich kein Stück. Haben wir etwas, womit wir es kriegen können? Versuch's mal mit der Zange, auch wenn es ein bisschen dumm klingt. Vielleicht, wenn wir nochmal unter das Bett schauen. Ich hab keine Maus. Ah, okay. Ups. Lol, wenn ich auf die 2 drücke, geht das Skript auf. Ja, dann mach mal das Tastenfeld. Watch the news. Diese Farbe, das ist Blut. Oh nein! Wie sollen wir denn die Tagesschau schauen, wenn wir keinen Empfang haben? Haha, das ist nicht das Problem. Es steht für etwas anderes. Für was denn? Nagito, hättest du eine Idee? Ja, lass mich kurz überlegen. Kannst du da was einstellen? 4 Ziffern. Ich muss nur die richtige Zahlenkombi einstellen. Lass uns einfach das eingeben, von dem wir glauben, dass es richtig ist. Hast du einen Vorschlag, Werte-Kompanie? Nicht wirklich, nein. Das hier zu öffnen, brauche ich noch mehr Hinweise. Ich sollte doch irgendwo hier sein. Probier mal. Was soll ich probieren? 2. 1. Ich muss jetzt erstmal herausfinden. Aha. 2. 1. 1. 3, 2. Leider bin ich auf der falschen Fährte. Dann 4, 3. Warte mal, ich will mal kurz probieren, ob ich mit der Kneifzange das Ding da jetzt aufbekomme. Wir haben keine Knöpfe, mit denen wir ein Passwort eingeben können. Was können wir tun? Unter der Abdeckung. Natürlich ist es unmöglich, damit die Eisenstange wegzukriegen. Okay. Ja, wir nur. Probier mal 4, 3, 9, 7. 4, 3, 9, 7. Leave it to me! Wenn du willst, können wir erstmal eine Pause machen und besprechen, wie wir jetzt am besten weitermachen. Okay, ich hab jetzt nur. Wenn ich 4 ist als erstes, dann siehst du theoretisch, wenn du nach vorne schaust, die 3, dann die 6. Gucken wir mal kurz, warte mal. Also, wenn ich hier jetzt reinkomme, sehe ich als erstes die 4. Danach sehe ich die 3. Ja, dann die 6 und dann die 7. Und die 6 und dann die 7. Beziehungsweise die 9 und die 7. Und was ist, wenn es eine 6 ist? Probier es halt mal aus. Also, bin Idiot. Ich wollte die ganze Zeit aus dem Menü raus. Vier, dann sieht man die 3. Ja, dann die 6 und die 7. Leave it to me!
Okay. Warum kann der, warum ist der eigentlich so schwach, dass er das Bett nicht verrücken kann? Da ist eine 5. Vielleicht ist es... Ah, das ist keine 4. Ich weiß, was es ist. Warte mal, schau kurz. Dir nochmal bitte das... In dem Schrank hängt nur ein Kleiderbügel. Der könnte noch wichtig werden, also nehme ich ihn einfach mal mit. Schau dir bitte nochmal hinten die Dings an, die 4. Die eine 4. Fällt dir da was auf? Ja, dass halt da hinten noch weitergeht. Und ja, so ein Strich ist so ein weiterer. Reinkommen gerade, rechts, also links, rechts, hinten. Das müsste dann heißen, also 3, 5, 6, 7. Das ist keine 4, ich glaube, das ist eher ein Dings, weißt du, wie ich meine? Norden, Osten, Süden, Westen, warte, was stand da? Norden? Soll ich das jetzt so probieren? Ja. Oder soll ich aus der 6 eine 9 machen? Nee, probier das mal. Aber nee, irgendwas stand da mit Norden. News. Norden, Osten, Westen, Süden. Watch the Norden. News. Aber wo wissen wir, wo Norden ist? Wir haben keinen Kompass. Scheiße. Warte, der Aufzug war gegenüber des Raumes? Ja, da gegenüber. Ja, okay, warte. Aber wir wissen... Warte, der rote Nadel hat es noch vorne gezeigt. Das heißt, okay, 3, 6. Probier das mal aus, 3, 6. Drei, sechs, fünf, sieben. Leave it to me. Dann machen wir aus der 6 und 9. Vielleicht ist es dann. Aber wie war es jetzt? 3? 3, 6. 3, 9, 5, 7. Okay, ein Schlüssel und eine Kamera. Weil weißt du, wo ich auf den Aufzug geachtet hat, war auf der Kompass mit der roten Nadel Richtung Death Room gezeigt. Das okay. Heißt, die 3 muss Norden sein. Eine Digitalkamera und ein USB-Stick. USB-Stick bekommen. Digitalkamera bekommen. In der Digitalkamera sind keine Batterien. Oh, ja, klar. Also dann einen PC und den USB-Stick usen. Aber der PC ist ja locked. Ja, dafür ist der USB-Stick. Er ist angeschaltet, aber versperrt. Ich kann nichts damit machen. Ich werde sofort rausgehauen. Wir müssen erst das Passwort herausfinden. Nein, warte mal. Gibt ja kein Passwort. Jo, Zange und Draht. Das ist aus Draht. Wenn ich es verbiege, kann ich es länger machen. Zange und Draht, dann können wir aus dem Bett das hervorholen, den Schlüssel. Ja, dann verbieg's. Zange anklicken. Natürlich ist es unmöglich, damit die Eisenstange zu bewegen. Mit der Kneifzange hast du den Draht vom Bügel befreit. Hinter dir das Bett. Juice. Ich habe viel zu spät gecheckt, dass man rechts klicken kann. Rechts klickt dann mit dem USB-Stick auf dem PC oder mit dem Schlüssel auf. Eine Schere. I'm sorry. Okay. Der Schlüssel. Natürlich ist der Schlüssel verbraucht.
Wie ich mir dachte, ich konnte den Laptop mit dem USB-Stick entsperren. Aber trotzdem muss ich noch ein Passwort eingeben. Vielleicht ist der Hinweis, der in einer dieser Schubladen gewesen ist, von Bedeutung. Ich habe es. Das sind die Wochentage. Also das sagt der Monomi. Montag, Dienstag, Mittwoch. Wenn wir das alles zusammenbringen, ist es MDMDFSS. Hä? War das falsch? Ich wusste, dass es nicht so einfach werden würde. SM. Ha. Huh. Damit haben wir nichts mehr am Hut. Okay. Der Fernseher ist kaputt. Da war nichts mehr. Wenn es sprechen kann, oh, dann muss es ja irgendwo eine Batterie haben. Lass uns ihn aufschneiden. Enough already. Geil, wir haben Batterien. Batterien bekommen. Du hast eine Batterie in die Digitalkamera getan. Jetzt können wir die Kamera benutzen. Ja? Auf die Frage ist nur, wofür? Auf die Karte. Also die Idee, die ich hier schon hatte. Natürlich. Damit haben wir aber nichts mehr am Hut. Oder schau mal, ob die Digitalkamera, wenn du nur so drauf kriegst, ob da was drauf. Ich sollte mal schauen, was auf der Kamera zu finden ist. Oh, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn und Sonne. V. S, M, V, E, M. M, J. J und dann wieder S. Ja, okay. Hm, was hat das zu bedeuten? Wenn ich mir den einen Hinweis anschaue und das mit dem Bild in der Digitalkamera verbinde, ist die Antwort klar. SMVEMJS. Oh lol, oh lol. So, nochmal. SMVEMJS. Ist das was ist das, Ocello? Bist du dir sicher? Oh, okay. Da stimmt was nicht. Das ist der Code für die Tür da. Ja. Das Problem ist aber, die leuchtet halt einmal dreimal, ne? Ja, es müsste viermal, dreimal, zweimal sein. Ja, aber es gibt halt links kein, also rechts kein zweimal. Also dass rechts zwei Lampen leuchten. Es gibt nur links zwei Lampen. Und dann gibt's nur noch drei Lampen. Nochmal rein, weil das müsste ja groß an sich, so hat es ja was. Oh, ah nee, es muss 1. 0 ist das. Beim ersten sind es 3 an, ne? Beim ersten sind 3 an. 3 in der Kombination 1 und 2.